spielt gegen Sandhausen spielt jetzt gegen Karlsruhe und das ist sozusagen ein Endspiel fürs Endspiel. Schauen wir schnell auf die Tabelle. Sandhausen hat 9 Punkte auf dem Konto. Waldhof und der KSC entsprechend 6. So. Mannheim könnte theoretisch im letzten Spiel noch hoch gewinnen gegen Kaiserslautern. Für Waldhof ist noch alles möglich. Fazit also, wer nach diesem Spiel besser steht, Sandhausen oder Karlsruhe, der ist im Finale. Karlsruhe muss also gewinnen gegen Sandhausen, um vorbeizuziehen in der Tabelle. Und das möglichst hoch. Und das sogar zwingend hoch. Also, da müssen wir noch ein bisschen rechnen. 3 Türchen brauchen sie mindestens. Der KSC muss hier also aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz ordentlich hinlangen. Die Sandhäuser haben ein überzeugendes Turnier gespielt und werden das schon wissen, dass ihnen ein Unentschieden hier auf jeden Fall langt. Völlig losgelöst von dem, was dann nachher Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern macht, denn es spielt ja keine Rolle, ob du am Ende Erster oder Zweiter bist. Du musst nur zu den beiden gehören und gut ist, dann ist das Endspiel perfekt. Erste Chance für den KSC durch Dulek, den 22-jährigen Stürmer, der wiederum ursprünglich aus der Jugend von Hoffenheim stammt und so zum KSC gekommen ist. Also immer wieder Überschneidungen der hier teilnehmenden Mannschaften. Individuelle Vergangenheiten. Die Lebensläufe gehen hier durch mehrere Clubs in mehreren Fällen. Ja, Sandhausen spielt abwartend. Nachvollziehbar. Umgekehrt, der KSC muss wissen, sie haben es nur in der eigenen Hand, wenn sie Sandhausen hier schlagen. Und nehmen wir alles zusammen, muss man den Veranstaltern mit diesem geänderten Modus in allen Belangen recht geben. Gute Idee, gutes Konzept. Die Halle ist erstens sowieso schon mal ganz hervorragend gefüllt mit über 11.000 Zuschauern an diesem Samstagabend in der SAP-Arena. Heißt also im Klartext, das Konzept, das Teilnehmerfeld wird angenommen von den Zuschauern. Aber der Turnierverlauf hilft dann auch noch mal weiter. Für alle ist es ein langes, aber eben auch spannendes Turnier, weil die Entscheidung spät fällt. Wir wissen jetzt im vorletzten Spiel immer noch nicht, wer das Finale bestreiten wird. Wir können es einengen auf 3 Mannschaften, auf Waldhof, Sandhausen und den KSC. Waldhof, da haben wir es doch. Der Regionalligist mischt hier mit in vorderster Front. Der Erstligist und der Aufstiegskandidat aus der zweiten Liga, nämlich Hoffenheim und Kaiserslautern. Die sind die einzigen, die raus sind. Weiter mit Chancen, der KSC, deren Sportdirektor, der Karlsruher Sportdirektor, wiederum ist gebürtiger Mannheimer. Und der steht jetzt beim, ich glaube, gebürtigen Hamburger Oliver Schwesinger unten am Mikrofon. Alles richtig, Markus Höhner, alles richtig. Und wir haben uns auch gerade schon unterhalten, Oliver Kreuzer, Sportdirektor des KSC, über diese unglaubliche Stimmung hier. Diese vielen Rivalitäten, die aber trotzdem eben nicht ausufern hier. Ist richtig genial, 11.500 Fans da, ich darf es nochmal sagen. Ja, macht richtig Spaß. Das ist auch der Reiz dieses Turniers. Das sind alles Vereine in unmittelbarer Umgebung. Und von daher gesehen macht es richtig Spaß, hier zu spielen. Die Stimmung ist toll. Und Ihre Mannschaft spielt auch richtig gut. Kämpft gerade um den Einzug ins Finale. Okay, es ist nur ein Hallenturnier, aber für die Stimmung wäre es nicht schlecht. Ja klar, wenn man so an einem Turnier teilnimmt, möchte man auch gerne das gewinnen. Wir sind gut im Rennen. Wenn wir, glaube ich, jetzt gewinnen, dann sind wir sicher im Finale. Von daher gesehen
können wir auch zufrieden sein. Ja, wäre dann ein schöner Schwung fürs neue Jahr, wo der Karlsruher SC noch Großes vorhat. Karlsruhe, man verbindet so viel damit, tolle Erstliga-Jahre, Europacup, Legendenspiele geliefert, da muss doch wieder mindestens in die zweite Liga jetzt schnell gehen. Ja, das ist auch unser erklärtes Ziel, ganz klar. Um mal ein bisschen Druck aufzubauen. Ja, der Druck, den haben wir uns selbst auferlegt, weil wir gesagt haben, nach dem Abstieg, wir wollen gleich wieder hochgehen. Wir sind schwer gestartet in die Saison, haben jetzt mit einer unglaublichen Serie uns da auf Platz 2 geschossen. Und den wollen wir jetzt im neuen Jahr in den letzten verbleibenden 16 Spielen noch verteidigen. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ja, Oliver Kreuz hat die Serie angesprochen. Die ist wirklich spektakulär vor der Winterpause in der Liga. 9 Siege in Folge, also das duftet nach Durchmarsch. Sie sind nicht so gut reingekommen in die Saison, aber dann eben vor Weihnachten immer besser, immer stabiler, abgesehen von einem Spiel, das sie auch sehr gut bestritten haben, aber verloren haben, nämlich das Pokal-Achtelfinale zu Hause gegen den SC Freiburg. Schmieds ganz frühes Tor in der zweiten Minute in diesem Pokalspiel langte dann am Ende für den K.O. des KSC im Pokal. Aber ich wette, allen in Karlsruhe ist es deutlich lieber, im Pokal auszuscheiden, als nicht den Sprung zurückzuschaffen in die zweite Liga. Darum geht's. Sie sind Zweiter und schauen natürlich aufs nächste Spiel. Das ist am 26. Januar um 14 Uhr und zwar in Osnabrück. Das fängt deftig an. Der Zweite aus Karlsruhe zu Gast beim Ersten in Osnabrück. Sie werden sich vorbereiten in Belek in der Türkei. 7 Tage lang auf diesen Start ins neue Jahr, wie gesagt, beim Tabellenführer. Aber nochmal, auch Osnabrück wird als Tabellenführer gewarnt sein. Der KSC mit 9 Siegen in Folge in der Drittligasaison vor Weihnachten. Und in einem müssen wir Oliver Kreuzer kritisieren. Sollte man ihn auch informieren, es langt nicht der Sieg hier gegen Sandhausen. Dann hätten sie wohlgemerkt 9 Punkte. Aber das nächste, was zählt bei Punktgleichheit, ist die Tordifferenz. Und jetzt nehmen wir mal an, die gewinnen 1:0. Dann wären sie punktgleich mit Sandhausen, hätten aber selber +2. Sandhausen hätte +6. Und damit kann Sandhausen dann wurscht sein, was Mannheim im letzten Spiel macht. Dann wäre nicht der KSC, sondern Sandhausen amtlich drin im Endspiel. Karlsruhe hätte dann allerdings noch Chancen, wenn Mannheim im letzten Spiel gegen Kaiserslautern nicht gewinnt. Aber das klären wir dann. Also man erkennt an der Spielanlage der Weißen, die wissen, wie sie die Tabelle zu lesen haben. Sprich, dann kommt doch mal. Uns langt ein Unentschieden, uns langt theoretisch sogar eine knappe Niederlage. Die Bemühungen des KSC, sich hier um einen dringend notwendigen Sieg zu bemühen, halten sich offensichtlich in Grenzen. Ist das eine Rechnerei? Sie könnten mit einem Unentschieden auch das Endspiel erreichen, aber dann nicht mehr aus eigener Kraft. Sie müssten dann darauf hoffen, dass Lautern den SV Waldhof schlägt. Dann geht's auch. Die endgültige Entscheidung über den zweiten Finalteilnehmer werden wir definitiv erst im letzten Spiel erleben. Der erste Finalist klärt sich hier final in diesem Spiel. Die erste Hälfte ist fast rum und man kann bestenfalls von vorsichtiger Offensivinitiative der Karlsruher sprechen. Nur aber gar nichts. Brandstätter. Da ist Brandstätter ausgeliehen vom SC Freiburg. Mit so viel Pech angekommen in Karlsruhe. Gerade neu im Club erkrankte er am pfeiferschen Drüsenfieber. Nun wusste der Verein, wir müssen reagieren. Sie verpflichteten den Niederländer Van der Bietzen, der dann aber auch voll eingeschlagen hat. Bester Schütze ist mit 10 Toren. Und das wiederum macht es jetzt Brandstätter schwer, irgendwie wieder in die Mannschaft zu kommen. Jetzt ist er fit und gesund und hofft auf den Sprung
in diesem Jahr zurück in die Mannschaft. Es gibt Pfiffe gegen Sandhausen. Ja gut, das ist nicht so attraktiv. Die Weißen spielen es taktisch umgekehrt. Dann müssen die Gelben es eben in die Hand nehmen und mal ein bisschen vorchecken und draufgehen. Tja, Boysen, die sind im Soll. Die haben schon was geleistet hier. Die haben schon ihre 9 Punkte. Und die Gelben kommen nicht. Brandstätter, der Stürmer des KSC, beschwert sich bei den Sandhäusern, dass sie nur hin und her spielen. Ja, dann soll er mal angreifen. Jetzt hören Sie sich das an. Ein Turnier der Emotionen. Alle gegen Sandhausen. Die Uhr ist runter. Pause. Gleich pfeifen wir weiter. So, jetzt geht es also um die Entscheidung. Wer kommt fix ins Endspiel? Sandhausen oder Karlsruhe? Die Sandhäuser sind hier gerade ausgepfiffen worden, als sie den Ball hinten hin und her geschoben haben. Ja, aus einer Sicht verständlich, das ist nicht attraktiv. Aus der anderen Sicht aber, die machen alles richtig. Die wissen, dass sie einen Punkt sicher haben und sogar mit einer Niederlage durch sind. Es sei denn, Karlsruhe gewinnt relativ hoch. Und die Karlsruher lassen hier aber in allen Regeln vermissen, den Einsatz zu zeigen, um diesen Sieg zu kämpfen. Die müssen draufgehen, die müssen was riskieren. Tja, jetzt gibt es wieder die Pfiffe gegen Sandhausen. Aber endlich greifen die Gelben auch mal an. Und dann passiert nämlich das. Denn dann zeigt Sandhausen seine Konterqualität in der Halle. Und guck mal an, schon wird es ein anderes Spiel. Und jetzt ist Karlsruhe mit 1-0 vorne. Aber Oliver Kreuzer soll keineswegs denken, dass seine Mannschaft damit sicher im Finale wäre. Das ist sie nur, wenn sie an Sandhausen vorbeizieht. Aber dem ist erst so, wenn Karlsruhe mit 4 Toren Vorsprung gewinnt. Aktueller Stand, Tordifferenz. Beide 9 Punkte, Karlsruhe +2, Sandhausen +6. Bei Torgleichheit hat Sandhausen mehr Tore geschossen. Rechnen ist was Feines. Also, zum Mitrechnen. Ein kleiner Block hilft vielleicht weiter. Karlsruhe kann vorbeiziehen an Sandhausen nur mit einem Sieg. Dann haben sie beide 9 Punkte, so wie jetzt im Moment. Aktuell sind wir bei +2 KSC und +6 Sandhausen. Fällt jetzt noch ein Tor, dann sind wir bei +3 und +5 Sandhausen. Noch ein Tor, dann haben sie beide +4. Aber dann hat Sandhausen mehr erzielte Treffer. Und deswegen braucht Karlsruhe einen Sieg mit 4 Toren Vorsprung. Und hat dafür jetzt noch rund 7,5 Minuten Zeit. Man hat sich jetzt eingepfiffen, wenn die Weißen am Ball sind. Dabei ist das ungerecht. Und Sandhausen hat hier fußballerisch Gutes abgeliefert, bislang in diesem Turnier. Der KSC ohne Frage auch, aber jetzt müssen sie hier auch ein bisschen Tempo machen. Oder sie spekulieren auf lauterer Schützenhilfe im letzten Spiel. Wir sind uns einig, wir reden nur darüber, wer jetzt nach diesem Spiel fix im Finale steht. Im Moment wäre das weiter Sandhausen, aber das würde nicht bedeuten, dass der KSC es nicht schaffen wird. Das wäre weiter möglich.
Das hängt dann ab vom letzten Spiel zwischen Waldhof und dem FCK. Stand jetzt wäre Sandhausen im Endspiel. Der KSC stünde ein Tor schlechter da als Waldhof. Wenn dann Waldhof gegen Lautern gewinnt, wäre Karlsruhe raus und Mannheim durch. Gewinnt Mannheim nicht, dann wäre der KSC im Endspiel und es gäbe ein Wiedersehen mit Boysens Sandhäusern. Da, der ist zufrieden. Der gebürtige Mannheimer, der bei diesem KSC in der Jugend gespielt hat und jetzt Trainer in Sandhausen ist, recht erfolgreich in seinen ersten 5 Spielen als Nachfolger von Aufstiegstrainer Gerd Deiß. Der ist mittlerweile in der 3. Liga angekommen bei den Stuttgarter Kickers. Guter Abschluss von Brandstätter, der sich eben beschwert hat bei den Sandhäuser Spielern. Hört er den Quatsch auf mit dem Querspielen, anstatt anzugreifen. Da muss er drauf gehen. Hoppala, ein bisschen missglückt der Ball von Akpo Guma, dem 17-jährigen Deutsch-Nigerianer. Deutscher Junior-Nationalspieler, Vater Nigerianer, Mutter Deutsche. Gut gehalten von Michael Langer im Tor von Sandhausen. Und da ist Reule, der 18-Jährige, der Orlishausen im KSC-Tor vertritt hier heute in der Halle. Orlishausen ist hier heute Ersatztorwart. Wieder Akpo Guma, eigentlich Verteidiger, der aber in der Junioren-Nationalmannschaft auch schon Stürmer gespielt hat. Hat hier übrigens mit 2 Turniertoren seine Qualität angedeutet. Konterchance für Sandhausen. Aber Adler, Niki Adler, vergibt die Chance, sich als alleiniger Top-Torjäger festzusetzen in diesem Turnier mit dann 3 Treffern. Chance für den KSC. Ich glaube, denen ist nicht so richtig klar, dass sie hoch gewinnen müssen, um nicht gleich von anderen abhängig zu sein. Brandstätter. Harmloser Abschluss. Wir begeben uns in die letzten 3 Minuten dieses vorletzten Gruppenspiels, in dem die Entscheidung fallen wird über den ersten Finalteilnehmer. Wer es dann zudem noch schafft, das klärt sich erst im letzten Gruppenspiel. Ein hoher Spannungsmoment in diesem Turnier, das Ganze atmosphärisch stark abgerundet. Und die Halle so spät am Abend um kurz vor 10 immer noch komplett gefüllt. Klar, die Lauterer und Hoffenheimer Fans, die könnten jetzt sagen, wir können nicht mehr ins Endspiel, wir fahren nach Hause, aber dieses Turnier ist eben so interessant, dass auch die nicht heimreisen und so der tolle Rahmen weiterhin vorhanden ist. Also das Turnier ist ein Volltreffer. Wenn man es so organisiert und die Fans und Zuschauer so mitmachen, dann es ist ein klasse Event. Gut gehalten von Langer im Tor des SV Sandhausen. Und drüben
zeigt Reule, was er kann. Jetzt wird sich schon mal warm gesungen für ein immer junges Derby. Diese Emotionen wollen die Lauterer Fans sich nicht entgehen lassen. Wenn es auch nicht mehr um den Finaleinzug geht, aber es geht darum, den Waldhöfern in die Suppe zu spucken. Der FCK gegen Waldhof Mannheim gleich als letztes Spiel. Man sieht diese Spiele eben so selten, weil es die im Ligabetrieb nicht mehr gibt, weil sie zu weit auseinander liegen. Umso schöner, dass es dann eben so ein Turnier gibt, wo solche Spiele möglich sind. Der FCK gegen Waldhof gleich als letztes Vorrundenspiel. Und danach, erst danach, wissen wir dann endgültig, wen wir anschließend ohne kleines Finale im großen Finale hier sehen in der SAP Arena. Chance zum Ausgleich für Sandhausen, aber es bleibt bei der knappen Führung für den KSC, die natürlich wichtig ist im Fernduell mit Waldhof Mannheim, aber die nicht langen wird zur sicheren Qualifikation fürs Endspiel. Mannheim kann theoretisch mit einem hohen Sieg gegen Lautern an Sandhausen vorbeiziehen, aber dann würde eben Karlsruhe rauskippen und nicht mehr Sandhausen. Also, und für die noch fehlenden drei Tore werden die wenigen Sekunden nicht mehr langen. Der KSC gewinnt hier gegen Sandhausen. Aber auch das ändert nichts an der Tatsache, dass der SV Sandhausen feststeht als erster Finalist bei diesem Turnier und mit diesem Unentschieden alle Male. Und das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Karlsruhe durchkommt im Fernduell gegen Waldhof Mannheim. Also, Spannung pur. Sandhausen mit 10 Punkten steht im Finale. Der KSC hat 7 und steht im Moment einen vor Waldhof. Alles weitere gleich von Thomas Herrmann. Dann gibt es die endgültige Entscheidung bei FCK gegen SV Waldhof.